Der. Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Ja, aber gegens Fenster willst du hauen, ja? Du willst nicht gegen eine Tür hauen, aber gegens Fenster. Sprich nur mal mit dem Typ. Hallo? Was ist? Kann ich mir meinen Kram nochmal bitte angucken? Warum Nein. nicht? Oh, warum denn nicht? Ich meine, ich habe eine schon, aber... Jennifer Parker besuchen? Sie ist nebenan. Fraternisierung ich weiß immer noch nicht, was Fraternisierung ist, aber... Das kontaminiert die Behandlung. Ist was, das kontaminiert... Boah, ich kriege das Wort nicht raus. Ich kriege echt das Wort nicht raus. Ich lasse es jetzt, sonst wird es noch peinlich. Dad! Wie kann Stell ich mich helfen, zu mein Junge? Jen durch. Könnte ich nochmal mit Jen reden? Na klar, mein Sohn. Jennifer? Was gibt es, Martin? Hi. Komm schon, Jen. Du willst doch kein Leben ohne Rock'n'Roll, oder? Rock'n'Roll? Igitt. Allein beim Gedanken an deine das Becken zum Beben bringenden dreiakkordigen Powerballaden wird mir ganz unwohl. Bleh. Ja, dann. Nein. Geh noch nicht, Jen. Das würde ich niemals tun. Es wäre ja, gegen die genau. Regeln. Dieses Bürger-Plus-Programm ist voll für den Arsch. So. Ja, sicher, das hat ein Okay, Aux Jen, das hier wird dir bestimmt gefallen. Ich jetzt ist das Ding hoffe nicht mehr jedenfalls, dort. Achso, das ist was tut. Von Jen. Martin? Ich hab meine Gitarre. Jennifer. Gib alles. Oh, Martin. Rock Martin? Das Ding, Martin. Gib alles. Was machst du? Da? Werd wieder normale. Was ist hier Gar los? Gar nichts. Ich habe keine Ahnung, Sir. Ich habe mich um meine Angelegenheiten gekümmert, als plötzlich dieser furchtbare Lärm aus der Kamera kam. Nicht zufällig aus da der Gegensprechanlage. Ja. Genau wie ich. Jawohl, sie ist wieder wie die Alte. Mit meinem Verstand, kapiert? Niemand. Ich bin Jennifer Parker. Rock'n'Roller! Jen? Oh, ja, richtig. Yippie, sie ist wieder die Alte. Komm, jetzt lass mich raus. Jen! Wir haben keine Zeit für Plaudereien, McFly. Wir müssen dich tarnen, damit wir hier rauskommen. Yippie, sie ist wieder die Alte. Und sie hilft uns. Calvin Kleinunterwäsche? Echt oh, jetzt? Ja. Fertig. Wie sehe ich aus? Wie ein Spacko. Etwas zu klein für ein Mitglied der Sturmtruppen, aber es muss reichen. Los! Oh ja, es muss reichen. Tür. Hopp, geh raus. Fällt gar nicht auf. Okay, du Teufelskerl, was jetzt? Ich muss Doc befreien. Jetzt befreien wir Bürger Brown. Machen, dass wir hier wegkommen und bringen die Dinge wieder in Ordnung. Mir egal, solange ich was zerschlagen kann. Ich habe eine Menge angestaute Aggressionen in mir, kapiert? Miss Parker. Was zur... Ich soll Sie zur Lobby begleiten. Ihr Vater wartet auf Sie. Er kann doch warten, oder? Ich hatte gehofft, dass dieser attraktive junge Mann mir ein wenig die Örtlichkeiten zeigen könnte. Ich muss leider darauf bestehen, Miss. Ganz ruhig, Jennifer. Ich habe alles unter Kontrolle. Wirklich? Wirklich. Okay, aber als erstes... Wofür war der? Für meine Rettung, Dummkopf. Gehen wir, Officer. Ich müsste Ihnen eigentlich einen Strafpunkt für einen AZÖ-Verstoß erteilen. Oh, leck mich. Was? Nicht wörtlich nehmen, das Ganze. Was haben wir denn hier noch? Hier ist Zelle 101, okay. Tablet. Hier ist die andere Zellentür. Die ist ja leer, ich weiß, aber... Nein, wer ist da drin? Hey, hol mich hier raus! Sorry, ich kann dich nicht verstehen. Aber ach, das ist der Typ! Ach, ja, das ist ja der Typ. Ich vergaß. Sprechanlage? Ich will mal mit ihm reden. Kaputt. Oh. Das war wohl Jen, damit die Wache nicht um Hilfe rufen kann. Oh. Beginne okzipitale Neuausrichtung. Ja, nee. Wen haben wir denn hier drin? Wow, die Tür ist wirklich fest verschlossen. Welchen kranken Freak sie da wohl eingesperrt haben. Oh, das Biff.
Ich hätte es wissen müssen. Oh Gott. Hi, Biff. Hi, Biff. Ach, es ist kaputt. Deine Sprechanlage scheint defekt zu sein. Sehr gut. Da wären eh nur Flüche und wirre Metaphern rausgekommen. Rate mal, wer da ist. Hey, Biff. Rate, wer dich bewacht. Kuckuck. Willst du wohl raus? Langer, du willst dir raus? Die werden nicht passen. Haha. Ha. Scheiße, was? Nein, nein. Ja, Doc, ich komme dir gleich zur Hilfe. Ja, bei der Tür kann ich nichts machen, bestimmt. Na, ich gehe erstmal hier hin. Was haben wir denn hier? Steuerpult, Wache, Tablet. Limo, ich will die Limo. Nicht anfassen, ich brauche das Koffein. Was ist das für eine Stimme? Nicht anfassen. D-d-d-d-d-d. Tablet? Kann ich davon was haben? Ich habe ewig nichts gegessen. Nein, das gehört Tennen. Er darf nichts essen, solange er nicht seine Beruhigungspille genommen hat. Wir haben es vor einer Stunde versucht, aber er hat sie immer noch nicht geschluckt. Ich mach das. Ich kann sehr überzeugend sein. Nein. Wie nein? Keine Verbesserung, Bürgerin Edna. Soll ich die Behandlung wiederholen? Nun gut. Erhöhung des Gesamtstimulationslevels um den Faktor 1,21 Kilocals und das Ganze Alter, noch einmal. Ich muss denen helfen. Entschuldigung, aber ich versuche hier gerade eine Persönlichkeitswiederherstellung bei ihm nein, durchzuführen. Nein, 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 nein. Und? Das Letzte, was ich gebrauchen kann, sind deine Finger, die den Retter von Hill Valley in einen sabbernden Zombie verwandeln. Das macht ihr doch. Ist das ein Problem, Bürger? Kein Problem, Madam. Gut. Weitermachen. Hi, Wache. Hey, hab zu tun. Der ist aber nicht gesprächig. Die sind also unhöflich. Oh. Sonst ist immer nur Biff unhöflich. Beinahe hätte ich Mitleid gehabt. Beinahe. Ja, hau mich doch. Ist mir egal. Hi, Biff. Schluck deine Pille. Die Wache sagt, dass ich dir kein Essen geben soll, ehe du nicht deine Pille geschluckt hast. Kann ich die, was weiß ich, hiermit... Kämpfe nicht, der... Glaube nicht, dass ein Foto meines Dads hier was nützt. Zeitung, keine Ahnung. Und jetzt nochmal vielleicht. Dass die Pille weg ist. Hi, Biff. Schluck die Pille. Los, Biff, schluck schon deine Pille. So, dann hätten wir eine Pille. Mit der Pille? Ah, ja, ist ekelhaft, aber tut mir leid. Die Pille können wir doch bestimmt hier in sein Scheiß, in seine Limo. Hey, ist das da ein Zärtlichkeitsaustausch in der Öffentlichkeit? Was? Oh, das war das wohl nur ist ein wohl Schatten. Ziemlich ja, auf rum zu albern. Ja, ich bin an der Arbeit. Du ja, Sir. Unfreundlicher Typ. Gut, das mit dem Kombinieren klappt im Moment ganz gut. Frag mich auch warum. Aber. Cuba Libre von Bayao bewirkt wahre Wunder. Was verabreicht ein Pferdebetäubungsmittel? Zumindest bei mir. Hey, warte. Hi, Edna. Wer? Ich? Ich meine. Ich? Ja, selbstverständlich. Der Nichtsnutz von Techniker schläft mal wieder während der Arbeitszeit. Seien Sie doch bitte so freundlich und kümmern sich um die Bürger-Plus-Steuerung, ja? Gut, ganz ruhig. Ja, sicher. Okay, Doc, ich bin drin. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus, ohne dich in einen Zombie zu verwandeln? Haben Sie Probleme mit Nein. der Steuerung, Bürger? Mache, kann ich damit noch irgendwas machen? Ach, der schläft noch eine okay. Weile. So, Steuerpult. Keine Ahnung, ich blick da wahrscheinlich jetzt eh nicht durch. Mann, wo ist der Ausschalter an diesem Teil? Hey, ein Equalizer. Zumindest denke ich, dass es einer ist. Toll. Optikregler, Lautstärke, taktiler... Taktil, gastrosensorischer... Olfaktorischer, also...
Optik, Auge, Lautstärke, Ohren. Taktil ist immer irgendein Reiz, der von außen kommt, sei es jetzt Druck oder sowas. Gastrosensorisch, also Gastro ist ja Magen. Und olfaktorisch ist aber eigentlich auch Auge. Ist das nicht Auge? Olfaktorisch? Ja, woher ich das weiß, das ist eigentlich egal. Ich weiß es einfach. Zumindest hoffe ich, dass das richtig ist. Ich tätige jetzt einfach mal den gastrosensorischen. Gastrosensorisch? Ja, ganz nach oben. Sag ich doch. Magen. Olfaktorisch? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Was zur? Scheint, als ob die Aromatanks wieder verstopft sind. Ah, nee, das ist Nase, andersrum. Das war mir entgangen. Los, machen Sie sich nützlich. Okay. Das sollte mir jetzt peinlich sein, ist es mir aber gar nicht. Entschuldige die Verzögerung. Das würde schneller gehen, wenn du den Unsinn mit den Zeitmaschinen und dem Ändern der Vergangenheit lassen würdest. Du solltest dich auf die Zukunft konzentrieren. Ist in dieser Zeitachse es gibt keine Zukunft Scheiße. Für uns. In ein paar Stunden wirst du das nicht mehr denken. Edna, du solltest die Folgen deiner Handlungen bedenken. Ich? Du bedrohst die öffentliche Ordnung von Hill Valley mit deinem verrückten Zeitmaschinengeplapper. Ich mach jetzt einfach mal Lautstärkenregler. Ich habe keine Ahnung. Lautstärke? Endlich, das verstehe ich. Lol, das hat sogar gepasst. Okay, das hat ihn ein Stück bewegt. Vielleicht kann ich ihn direkt aus der Tür pusten. Optik? Ich weiß überhaupt nicht. Optik? Ich benutze einfach mal alles. Oh. Oh nee, das drehen wir wieder zurück. Das tut mir leid. Jetzt habe ich einen Dialog übersprungen. Taktil? Taktil? Oh. Wow, das tue ich auch mal wieder weg. Gastrosensorisch. Olfaktorisch. Drehen wir mal zurück wieder. Es klemmt. Was haben wir denn im Inventar? Ah, lol, wir haben die Gitarre im Inventar. Kann ich die hier anschließen, zufällig? Wann habe ich die? Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Scheibenkleister. Aber wir hatten hier hinten noch eine Tür. Was ist denn hier hinten? Weil die werkeln jetzt gerade hier unten an dem Ding. Mikrofon? Ich weiß, ihr seht es auch schon wieder Augsinn, aber ich will zuerst mal. Da ist noch eine Tür. Verschlossen. Mist. Jeder sieht es schon wieder Augsinn, aber. Ich bin schon seit Jahren damit durchgekommen, Emmett. Du warst nur abgelenkt von dem ganzen Krimskrams, mit dem du dich beschäftigt hast. Da war noch ein Lautsprecher. Dieser Lautsprecher kommt mir irgendwie bekannt vor. Mir auch, bloß ein bisschen anders. Test, Test, Test. Was Gar war nix. Das? Ja gut, okay. Tun wir es halt wieder. Katapultieren hier raus. Ihr habt sie alle schon gesehen, ich weiß es doch. Und ihr wollt es auch. Hey Doc, es wird langsam Zeit zu gehen. Was war das? Du, was soll das werden? Rock'n'Roll. Ich hole meinen Freund hier raus, du Spinner. Okay, das war nicht ganz so dramatisch wie beabsichtigt. Hopp, spiel ein bisschen was auf. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Sehr gut. Los, euer Ehren. Was? Ich kann nicht verstehen! Das,
Der ist immer wieder lustig und immer zu was nutze. Der Riesenverstärker. Immer wieder zu was nutze, aber wirklich immer. Freut mich. Finde ich echt geil. Richtig, richtig, richtig geil.